Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Dreht sich alles um das Apple Progress. Was brauche ich dafür? Wie nutze ich das? Und ich werde auch in diesem Video ein kleines Video dazufügen, was ich dann in Apple Progress gefilmt habe. Ja, ich habe hier mein iPhone 15 Pro Max. Das kann man ja klar auch mit dem iPhone 15 Pro machen. Hier habe ich eine Powerbank, MagSafe-fähig. Wunderbar, schön versteckt. Und was brauche ich noch dazu? Eine externe SSD. Ich habe hier drei Stück zur Auswahl. Zwei habe ich mit 4 Terabyte und einen mit 1 Terabyte. Und sollte einen kleinen USB-C-Anschluss haben. Und so kann man das schön verknüpfen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal so ein kleines Video. Aber ihr müsst natürlich auch die Einstellungen vorher machen. Ja, hier habt ihr schon mal die ganzen Einstellungen, was man nutzen kann, was man nicht nutzen kann. Das müsst ihr selber entscheiden. Aber wir gehen hier in den Bereich Formate. Und hier haben wir Apple ProRes. Das müsst ihr natürlich einmal aktivieren. Codierung HDR, das kann man natürlich auch auf Log, wenn man das möchte. Da hat man klar mehr Möglichkeiten oder SDR, das sind klar die. Ich mache das auf HDR. Und dann sieht man ja schon, was ich ungefähr für Speicher brauche. Und dann würde ich sagen, filmen wir mal was. Ich räume mal hier ein bisschen den Platz frei. Und dann machen wir mal so ein kleines Video in Apple ProRes. Überprüfte noch einmal die Einstellungen. Und dann würde ich sagen, filmen wir. Hier ist das noch ProRes HDR durchgestrichen. Das müsst ihr dann einmal, ich hoffe, ihr könnt das sehen, einmal anklicken. So, jetzt ist das frei. Maximale Dauer 72 Minuten. So, hier filmen wir eine Wi-Fi-Mini-Kamera. So, ich habe das jetzt nur in einfacher Vergrößerung gemacht. Das kann man ja klar noch dichter machen. Es dreht sich ja nur darum, dass man das ein bisschen sehen kann. Ich mache das jetzt auch nur 20, 30 Sekunden lang. Ihr seht das einmal, dass ich das filme und diesen Ausschnitt seht ihr dann auch gleich nochmal. Und hier unten könnt ihr sehen, USB-C wird auf jeden Fall in die Festplatte gespeichert. Dann stoppen wir das Ganze mal und das war es auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt ihr schon im ProRes gefilmt oder wollt ihr das machen oder möchtet ihr das machen? Ich mache das normalerweise persönlich in 4K, 60 Frames. Ich habe es jetzt zwischendurch 2-3 Mal ausprobiert mit ProRes zu filmen. Ist sicherlich schön, ist aber eine große Datei. Ich zeige euch gleich, wie groß die Datei ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtik. So, hier filmen wir eine Wi-Fi-Mini-Kamera. So, ich habe das jetzt nur in einfacher Vergrößerung gemacht. Das kann man ja klar noch dichter machen. Es dreht sich ja nur darum, dass man das ein bisschen sehen kann. Ich mache das jetzt auch nur 20, 30 Sekunden lang. Ihr seht das einmal, dass ich das filme und diesen Ausschnitt seht ihr dann auch gleich nochmal. Und hier unten könnt ihr sehen, USB-C wird auf jeden Fall in die Festplatte gespeichert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.